MindMap Plus vor die Kamera halten. Das ist eine, ja, Google Maps Applikation, die unglaublich viele Feature hat. Ist so ein 79 Cent App, was eigentlich überhaupt nicht bei uns auf dem Radar gewesen wäre, wenn wir nicht zufällig im japanischen App Store drüber gestolpert wären. Da war es relativ weit oben in den Top Charts und ich kann die App hier einfach mal starten. Ich glaube nicht, dass ich alle Funktionen hier in dem kurzen Video erklären kann, aber ich wollte die wenigstens mal gezeigt haben, weil sich da jemand einen ganz schönen Kopf gemacht hat. Ein bisschen überladen, nicht das schönste Interface, aber masse viel Feature und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Zum einen habe ich die Möglichkeit, oder anders, die Karte, ich kann mich hier so lang scrollen, wie wir das kennen, und setze dabei jedes Mal, man sieht es hier so ein bisschen, dieses Fadenkreuz rein in die Karte. Das Fadenkreuz kann ich irgendwo hinsetzen, setzen wir das doch mal auf Châteauroux hier oben. Und wenn ich jetzt an der Seite links sehen wir dieses Zahnrad, mich da so reindrehe, ja, das war in die falsche Richtung, dann zoomt er mich halt genau da rein, wo ich vorher das Fadenkreuz gesetzt habe. Also das heißt, ich kann die Karte hier mit dem Finger verziehen, aber ich kann auch sagen, alles klar, direkt auf den Flughafen und zoome mich da jetzt rein. Der sitzt komplett auf Google Maps, das haben wir schon gesagt. Und bietet auch die Möglichkeit, unterschiedliche Kartenansichten einzublenden. Die können wir hier unten mal zeigen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, mir direkt meine Current Location, also da, wo ich mich jetzt gerade befinde, anzuzeigen. Das brauchen wir jetzt nicht. Der zweite Button, den wir da unten sehen, ist Current Location und auch gleich den Cursor darauf setzen. Auch das brauchen wir nicht. Rotate Map. Da können wir uns dann aussuchen, wie er das machen soll, ob er sich hier am Kompass orientiert oder nicht. Street View, ganz witzig. Vielleicht gehe ich da mal irgendwie auf eine etwas größere Straße hier hin und sage jetzt hier unten, gib mir mal den Street View aus. Dann macht er mir ein zweites Fenster da unten auf, setzt auch dieses Männchen dann da oben hin und zeigt mir an, wenn ich das Männchen, beziehungsweise hier unten die Karte drehe, wo das Männchen gerade hinschaut. Also da hat man so ein bisschen einen besseren Überblick, was man bei Street View ja oft nicht hat, beziehungsweise was da oft nicht der Fall ist. Klicke ich mal wieder aus. Wir sehen hier unten auch in dieser Tool-Werkzeugleiste, da setzt ja dann immer die gerade zuletzt angeklickte Applikation oben in diesen Dreier-Slot mit rein, weil er denkt, hey, das hat er gerade benutzt, das braucht er vielleicht in 5 Minuten nochmal, also setze ich es da einfach mal mit rein. Wir können hier natürlich suchen. Sieht ein bisschen komisch aus, Local Search, Adresse und Keyword. Ich kann das ja mal anmachen, damit wir das mal sehen. Kriegen dann hier oben so eine Suchleiste eingeblendet und können da halt meinetwegen Hamburg reinschreiben. Hamburg, zack. Findet er uns Hamburg. Machen wir kurz weiter. Hier unten waren wir eben. Transit und Directions, das ist klar. Können wir uns anzeigen lassen. Suche hatten wir gerade. Ankerpunkte können wir setzen. Wir können messen. Tippe ich mal diese Measure-Geschichte an und kann jetzt hier einfach sagen, alles klar, wie weit ist es denn von hier nach hier? Und dann gibt er mir oben aus, das sind ungefähr 1,7 Kilometer, die ich jetzt gerade da lang gefahren bin. Und wenn er die Linie gerade machen würde, also die Luftlinie, wären es halt 1,5. Auch das mache ich mal wieder zu. Genau, und wir können halt den aktuellen Punkt per E-Mail versenden. Die ganze Sache können wir uns in unterschiedlichen Ansichten anzeigen lassen. Also einmal hier in der Satellitenansicht, in der Kartenansicht, die wir gerade hatten, und in der Hybriden, wo die wichtigen Straßennamen dann noch mit eingeblendet werden. Wir haben mal wieder die Standardkarte. Hier an der Seite habe ich noch meinen kleinen Ballon, wo ich mir Marker setzen kann. Und Marker ist auch so eine Sache in der Applikation. Ich habe nämlich die Möglichkeit, huch, jetzt bin ich hier in den Settings drin, wo ist es? Hier an der Seite. Ich habe die Möglichkeit, mir da Gruppen einblenden zu lassen. Da habe ich mir mal meine ganzen Foursquare-Check-ins exportieren lassen, die hier eingefügt. Zack. Und dann sehen wir massig viele Foursquare-Check-ins in Dänemark, United Kingdom, Spanien und so weiter. Jetzt kann ich mir die ganze Liste hier aufklappen lassen und sagen, oh, wo habe ich mich hier eingecheckt ins Wake Up Copenhagen. Kann das anklicken. Da setze ich mir den Cursor wieder drauf und ich kann mich da jetzt reinzoomen, zack, und komme dann direkt zum Wake Up Copenhagen, wo der Check-in war. Also hier hat man dann die Möglichkeit, Listen zu importieren mit POIs und kann sich dann direkt dahin klicken. Da geht hier unten auch dieser Cursor auf, den wir im unteren Drittel des Bildschirms sehen, so etwa hier, wo wir dann einmal uns rauszoomen können, beziehungsweise reinzoomen und zwischen den einzelnen Punkten hin und her springen mit diesem Cursor direkt. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht, aber ihr wisst wie. Das zu den POIs. Das Ding ist, die ist unglaublich überladen, die Applikation, und ist nicht unbedingt eine Empfehlung, die ich ausspreche, aber ich habe gedacht, warum sollte man das nicht mal zeigen, weil hier steckt, glaube ich, ziemlich viel Herzblut drin. Dazu gibt es noch eine entsprechende Web-Applikation, die der Entwickler gemacht hat, wo man sich das dann alles verwalten und zurechtklicken kann.
Hier, wir haben die Möglichkeit, Daten zu importieren, haben wir gerade eben gesehen. Wir können unsere Marker, die wir gesetzt haben, nochmal editieren. Wir können auch Kontakte importieren und die ganzen Kontakte auf der Karte anzeigen lassen. Gucken hier oben nochmal in die Settings rein. Da können wir dann sagen, wie sensitiv dieses kleine Rädchen sein soll, was uns da reinzoomt, wie akkurat das GPS-Signal sein soll. Können uns die Einheiten aussuchen, ob metrisch oder so, wie es die Amis machen. Crosskey, ob wir das angezeigt haben wollen. Soundeffekte, wenn man auf Wunsch kann man sich die auch noch abspielen lassen. Und wie gesagt, eine App, die einfach mal gezeigt werden musste. Vielen Dank fürs Zuschauen.